In diesen Videos zeigen wir einige kleine Übungen als Vorbereitung für einfache Judo-Techniken. In diesem Video wollen wir einige einfache Kraft- und Koordinationsübungen für das Judo-Training mit Hilfe eines Medizinballes zeigen. Als Hilfsmittel benutzen wir entsprechend einen Medizinball oder wir können natürlich auch jeden anderen Ball in der Größe benutzen. Für die erste Übung legen wir den Medizinball auf unsere Brust und halten ihn mit beiden Händen fest. Wir drücken uns dann mit den Füßen vom Boden hoch und drehen abwechselnd über die rechte und linke Schulter und schauen dabei hinter dem Ball hinterher. Wichtig bei der Übung ist, dass der ganze Körper angespannt ist und dass eine Schulter immer komplett vom Boden hochkommt. Die nächste Übung beginnt ähnlich wie die Übung vorher, nur dass wir jetzt nicht nur den ganzen Körper drehen, sondern wir schieben den Ball auch noch über die Schulter, die auf dem Boden liegt. Auch bei dieser Übung ist es wichtig, dass der Körper angespannt ist und dass man dem Ball möglichst lange hinterher schaut. In der dritten Übung halten wir den Ball auch wieder mit beiden Händen auf der Brust fest. Wir heben das Becken an und wir drehen uns dann zu einer Seite und schieben dabei den Ball vor unseren Kopf. Das machen wir in beide Richtungen. Wichtig ist auch hier, dass der Körper angespannt ist und dass wir uns möglichst weit hinter dem Ball hinterher drehen und dem Ball nachschauen. Für die vierte Übung legen wir den Ball zwischen unsere Oberschenkel. Wir heben unseren Körper an, sodass wir eine Art Brücke bilden. Dann gehen wir vorwärts und rückwärts im Krebsgang mit dem Ball, ohne dass dieser runterfällt. In der fünften Übung klemmen wir den Ball zwischen unseren Knien ein. Wir richten uns auf, nehmen die Füße zu Boden und wir wippen mit dem Ball zwischen den Knien hin und her und versuchen dabei, den Ball immer festzuhalten. Die sechste Übung ist eine Erweiterung der Übung vorher. Wir wippen nicht nur mit dem Ball, sondern wir strecken auch noch unsere Beine in Richtung Decke und halten den Ball weiterhin fest. In der siebten Übung klemmen wir den Ball zwischen unsere Füße, wir nehmen die Beine nach oben und wir beugen und strecken die Knie, ohne dass wir den Ball dabei verlieren. Die achte Übung ist wieder eine Erweiterung der Übung vorher. Auch hier wird der Ball mit den Füßen genommen, die Beine werden gerade nach oben gestreckt und der Ball wird möglichst lange oben gehalten und dann langsam wieder runtergenommen. Und wieder nach oben geführt. Dabei wird der Ball einmal ganz auf den Boden gebracht und dann die Beine wieder gerade nach oben. In der letzten Übung wird der Ball unter unserem Körper begraben. Wir klemmen den Ball zwischen unseren Armen und unserem Bauch ein und wir umschließen ihn auch noch mit den Beinen und dann kippen wir von einer Seite zur anderen und halten dabei den Ball die ganze Zeit fest, ohne dass Luft zwischen Ball und unseren Körper kommt.